Wer aber konnte Bodhi Müller fordern? Kalepalander der Finne vielleicht. Er gewann die Slaloms von Park City, Flachau und Kitzbühel. Drei Saisonsiege, das ist eine Referenz und Palander fuhr auch heute ausgezeichnet. Dritter nach dem ersten Lauf, vorläufige Bestzeit im zweiten vor vielen tausend österreichischen Fans, die auch einen der ihren zu bejubeln hatten. Mario Matt zwar hinter Kalepalander, aber da stand ja nur noch eine Fahrt aus, die von Bodhi Müller. Die Devise war vom ersten Tor an klar, voller Angriff, Bodhi Müller, wie er leibt und fährt. Wow, viel anderes blieb auch Kalepalander da nicht zu sagen. Müller gewann und das nicht zu knapp und eben zum ersten Mal in einem Slalom seit langer Zeit. Seit zwei Jahren warte ich auf diesen Slalom-Sieg. Es fühlt sich gut an, auch weil ich dafür heute viel riskiert habe. Rang 3 für Mario Matt, zweiter Kalepalander. Großer Sieger aber und neu Dritter in der Weltcup-Gesamtwertung, Bodhi Müller.